Herzlich willkommen beim Kassenzone.de Interview, Robert. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Also ich bin Robert Genz, Gründer, Vorstand von Zalando. Genau, also du bist quasi mit der prominenteste Kassenzone Interviewgast. Der allererste war noch prominenter, der Roshi Mikitani. Da schon mal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch zu den sehr guten Zahlen und zu den Ergebnissen. Ihr habt jetzt so ein bisschen den Nachweis angetreten, dass man E-Commerce profitabel betreiben kann. Und heute sind wir hier so ein bisschen, um das in dieses Tech-Thema reinzubohren. Also wie setzt man eigentlich so eine Organisation auf und wie entwickelt man die weiter? Es gibt so einen Spruch, den wir momentan immer bei vielen Kunden und Agenturen sagen, wenn wir dieses Spiker-Thema pitchen. Wir sagen immer, Zalando hat damals, also vor einigen Jahren, Otto relativ viele Marktanteile abgenommen. Nicht, weil es bessere Hosen verkauft hat, sondern weil es Hosen besser verkauft hat. Als Differenziator war Technologie und wie geht man an den Kunden ran und hat das quasi heute auch noch als Differenziator hochgehalten. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, stimmt das eigentlich und wie macht ihr das eigentlich? Wenn du jetzt mal zurückblickst, 2008 seid ihr, glaube ich, gegründet worden, habt dann 2009 eigentlich diese große Werbewelle angefangen. Hattet ihr damals schon diesen Tech-Fokus, also Differenzierung über Tech, oder war das im Wesentlichen Online-Marketing? Und wie sieht das eigentlich heute aus? Also wie hat sich quasi der Stack verändert? Wenn man jetzt ganz zurückblickt, was ganz am Anfang halt eben auch passiert ist. Also ich glaube, das, was wir einfach gesehen haben ganz am Anfang, war einfach, es gab halt einfach konnten einfach so mal Suchmaschinenergebnissen oder Suchmaschinenvolumen einfach sehen, dass Schuhe einfach gut nachgefragt werden und Schuhe auch auf eine gewisse Art und Weise nachgefragt werden. Also es gab halt einfach einen sehr, sehr, sehr starken Hang, Markenprodukte in Schuhen zu suchen. Es gab aber auch, also wir haben das irgendwie damals mal so genannt, so sehr, sehr detaillierte Search Terms, die wir in Schuhen gesehen haben. Also quasi nicht nur eine Adidas-Schuhe gesucht oder nicht nur Adidas, sondern halt eben der Adidas-Schuh Samba Größe, weiß ich, 42. Ja, also Longtail-Keywords. Genau, Longtail-Keywords. Und was wir dann halt eben auch gesehen haben, ist, dass dieses ganze Angebot, ja, was halt eben verfügbar war, dass es eigentlich, glaube ich, nicht so sehr holistisch mal vom Internet ausgedacht worden ist. Und das war eigentlich im Wesentlichen, glaube ich, so das allererste, was wir da halt eben gesehen haben, dass wir gesagt haben, also eigentlich ist das eigentlich schon eine gute Grundbasis halt irgendwo von Suchvolumen, wo man erstmal ein Angebot gegenstellen kann. Und das halt eben, wenn man auch sehr, sehr stark auf ein paar Konsumentenvorteile halt eben auch kommuniziert, indem du halt irgendwo einem Konsumenten klar machst, also du kannst es halt irgendwie zurückschicken und kriegst es eben auch kostenlos zugeschickt, dass man damit halt eben auch diesen Traffic halt eben auch gut konvertieren konnte. Genau, das haben ja auch andere probiert damals. Also ihr seid ja so ein bisschen, hattet ihr dieses Image, dass ihr versucht, sozusagen Webhost nachzubauen oder sozusagen dieses Sortiment irgendwann abzubilden. Es gab ja auch an anderen Shops schon Schuhe online und parallel mit euch, damals für die Otto-Gruppe gearbeitet, haben die Amire Podo gestartet, also fast zeitgleich, vielleicht 3-4 Monate früher. Trotzdem habt ihr es ja geschafft, viel mehr Traffic in viel kürzerer Zeit anzuhäufen und den ja auch in einer Form zu konservieren, dass am Ende des Tages ein sinnvolles Businessmodell rausgekommen ist. Und führst du das so ein bisschen zurück auf die Online-Marketing-Erfolge oder glaubst du, dass sozusagen das ein hohes Investment in Technologie damals schon sozusagen den Unterschied gemacht hat, weil ihr gesagt habt, ihr konntet einfach schneller iterieren oder ihr konntet schneller neue Formate ausprobieren? Ich glaube, dieser Zalando Launch ist ja auch schon 2009 gestartet. Ich glaube, das war da so ein weiteres Format, was ihr gebaut habt. Und das ist ja gar nicht mehr dieser Fokus Sortiment. Also du beschreibst ja gerade, da gab es quasi eine Nachfrage am Markt, die noch nicht sortimentseitig von dem Angebot gedeckt war. Das ist ja mehr so ein Fokus technische Iteration oder wie geht man auf den Kunden zu und wie versorgt man ihn eigentlich mit News? Ist das quasi damals schon in der DNA gewesen oder ist das erst später gekommen und gesagt, wie wachsen wir eigentlich? Unsere allerersten Versionen, die allererste Version von Zalando war eigentlich quasi ein Flip-Flop-Shop, der ist Flip-Tops, das war eigentlich ein Tradoria-Shop, ne? Und dann die nächste Version war halt irgendwie mal ein Magento-Shop. Das wusste ich gar nicht, das ist neu, okay. Das ist der neue. Das allererste war wirklich ein Tradoria-Shop, hieß Flip-Tops, wo wir eigentlich mit Flip-Flops erstmal rumexperimentiert haben. Das zweite war wirklich ein Magento-Shop. Da haben wir uns damals sehr, sehr stark mit beschäftigt, welche Shop-Technologien wir halt eben nutzen. Und es war nur klar, wir hatten halt irgendwie unser erstes Investment, waren 50.000 Euro. Da kannst du natürlich irgendwie kein riesen Technologieteam aufbauen dafür, sondern wir mussten halt irgendwie dann auch erstmal so mal schauen, wie wir halt irgendwo die Shop-Technologie halt Stück weit, von der wir schon glaubten, dass sie halt eben schon halt auf eine gewisse Art und Weise skalierbar ist für uns, aber auf der anderen Seite aber auch nicht
nicht zu stark halt irgendwie versuchen, die Sachen neu zu erfinden. Deswegen war halt immer der erste Fokus wirklich Magento Shop und halt eben drumherum halt eben die Sachen zu bauen, von denen wir halt eben auch das Gefühl hatten, dass sie halt den Mehrwert generieren können. Ich glaube, der Technologiefokus, den haben wir natürlich immer sehr, sehr stark gehabt, aber natürlich am Anfang auch mit sehr, sehr limitierten Mitteln. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass so die allerersten Schritte des Erfolges sich daran wiederfinden, dass wir Technologieführer ab der ersten Stunde waren, sondern ich glaube, wir haben, glaube ich, einfach die Sachen ein Stück weit einfach anders gesehen, anders gemacht, anders rangegangen auch in den ersten Stunden, dass wir das halt eben auf eine gute Art und Weise halt eben skalieren konnten in den ersten paar Monaten, oder vielleicht auch sogar im ersten Jahr. Und hat sich das im Vergleich zu heute verändert? Also hat Technologie einen höheren Stellenwert? Also ich würde es vielleicht mal so sagen, dass wir Technologie in den ersten paar Jahren immer viel stärker gesehen haben als ein Enabler des Retails, ja, also als eine Art und Weise, wie wir Retail effizienter gestalten können, wie wir es mal also Inventory besser aussteuern können, wie wir besser personalisieren können, wie wir die User Interfaces besser ausgestalten können, wie wir das Marketing auch besser aussteuern können. Also sehr, sehr stark halt einfach Technologie als Enabler eines Retail-Modells. Heute sehen wir, glaube ich, Technologie tatsächlich eher als das Kernstück eigentlich des Unternehmens, was halt, weil sie mal heute eigentlich auch das ganze Ökosystem einfach völlig sich anders entwickelt hat, wo einfach mehr und mehr merken, dass so die Zukunft der Antworten einfach viel, 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 viel mehr aus der Technologie heraus geboren werden, ne? Also nicht mehr Technologie als Enabler des Retails, sondern eher sagen wir mal, die Technologie, die Retail enabled in dem Sinne, ja? Und ihr habt ja in den letzten 12 Monaten habt ihr auch so ein paar neue Entwicklungen rausgebracht und auch so ein bisschen strategisch euch noch ein bisschen umorientiert. Das eine ist das ganze Thema Apps und Enablement von Developern, sozusagen auf eurem System auch ein bisschen mitzuarbeiten und zuzugreifen. Das andere ist, dass ihr euch stärker als Plattform versteht und auch als Plattform für Hersteller. Da hätte ich mal so ein bisschen die Frage, wir haben auch mit relativ vielen Herstellern Kontakte, auch in diesem ganzen E-Shops-Netzwerk haben wir sehr, sehr viele Hersteller, die in irgendeiner Form, auch Fashion-Hersteller, die in irgendeiner Form online erfolgreich werden wollen. Glaubst du, dass es gerade so an einem Punkt, wo sich die Sicht der Hersteller auf Technologie verändert und die dann nicht mehr sagen, naja, wir schaffen irgendwie mit einem eigenen Hybris, Magento, was auch immer, Store die Reichweite, sondern nutzen euch tatsächlich wie eine echte Plattform, also nehmen euch gar nicht mehr als Retailer wahr? Oder sehen die euch nur als Sprungbrett und sagen, okay, wir fangen mal bei Zalando an, groß zu werden und ein paar Millionen Euro Umsatz in Deutschland aufzubauen mit unserer Marke und ziehen das dann irgendwie in unser eigenes Shopsystem. Weil wir erleben in verschiedenen Sortimenten und Branchen genau dieses Umdenken, wo man sagt, okay, es gibt Owner der Kunden, sozusagen, die das bei euch wäre, sozusagen, ihr seid Owner der Fashion-Kunden. Amazon ist owned ganz klar die Kunden aus der Consumer Electronics und der Medienwelt. Und ich muss mich in irgendeiner Form an euch binden. Ist das sozusagen, treibt das diese Idee der Fashion-Plattform? Oder sagt ihr einfach nur, das ist eine klügere Positionierung für uns als Retailer, um die Marken irgendwie groß zu machen? Also, da steckt eine ganze Menge von Themen und Fragen und Das ist sowas drin, ja. richtig, das Also, ist nicht richtig. ich versuche vielleicht einfach nochmal so ein bisschen aus meiner Sicht nochmal stärker zu formulieren. Also, die Art und Weise, wie wir damals angefangen haben, wie ich schon gesagt habe, es war ein Suchmaschinenmarkt, also im ersten Schritt ein Suchmaschinenmarkt, wo wir halt irgendwo angefangen haben, Sortiment halt eben aufzubauen. Und wir gesehen haben, dass die Art und Weise, diese Konsumentennachfrage in der richtigen Art und Weise zu befriedigen, nicht halt damit ge geschehen sein konnte, dass wir quasi ein reines Dropship-Modell aufbauen. Weil die Marken oder auch Hersteller hatten ja damals, 2007, 2008, vermehrt Internet eher als einen Kanal gesehen, wo man halt irgendwo Discounts halt eben treibt, und waren aber auch selbst nicht so stark in Digitalisierung investiert, dass sie halt irgendwo auf eine gute Art und Weise diese Consumer Experience, die wir halt eben als sehr wichtig gesehen haben, um das halt eben auch, diese Nachfrage halt eben auch zu befriedigen, halt eben darzustellen. Deswegen haben wir am Ende halt irgendwo ein Retail-Modell aufgebaut, weil das die einzige Art und Weise war, wie wir mit Marken damals zusammenarbeiten konnten. Das heißt, wir nehmen das Sortiment rein, bauen quasi auch ein Lager drumherum, also bauen Lagersysteme drumherum und kümmern uns quasi um die gesamte Komplexität eigentlich des Inventory Managements, der Verschippung oder auch halt irgendwo des Retourenmanagements drumherum. Wenn ich jetzt
mir heute halt irgendwo die Welt anschaue, dann ist diese Welt halt natürlich auch eine ganz andere. Also für Konsumenten ist so dieses, ist so, ist, glaube ich, einfach, E-Commerce ist einfach eine Realität geworden mit Mode. Ist jetzt irgendwie nicht mehr, man hört nicht mehr die Fragen von, kann ich eigentlich einen Schuh auch zurückschicken? Ist das, also funktioniert das eigentlich auch? Also das ist beim Konsumenten angekommen. Plus halt irgendwo auch die klassische Web-Welt existiert eigentlich heute, also aus unserer Sicht eigentlich nicht mehr, sondern ist halt eine Mobile-Welt. Die Art und Weise, wie man für einen Konsumenten eine Rolle spielen kann, die limitiert sich nicht mehr nur irgendwie auf zu Hause oder auf die Arbeit, wenn die auf ihre Webbrowser schauen, sondern quasi mobile, die Konsumenten sind überall da. Und wenn sie, also die Mobile-Phones sind immer mit den Konsumenten, 24 Stunden quasi, 7 Tage die Woche. Und die größte Zeit der im Mobile, die wird eigentlich auch in Apps verbracht. Ja? Das ist also passiert erstmal auf der Konsumentenseite. Wenn wir uns jetzt aber auch mal die Markenseite anschauen oder die Herstellerseite, dann ist mittlerweile ist auch so, dass viele Hersteller, viele Marken auch viel selbst halt eben auch in ihre eigene Digitalisierung halt eben investiert haben. Also ob es Shop-Systeme sind, ob es irgendwie ERP-Systeme, also auch viel mehr die Datensichtbarkeit, also viel mehr eigentlich quasi das Investment in ihre eigene Digitalisierung. Und die Art und Weise, wie wir einfach sehen oder wo wir einfach das Potenzial sehen, das ist eigentlich eine Möglichkeit, dass wir als Unternehmen viel mehr, viel größere Rollen für die Konsumenten spielen können durch Mobile, wenn wir halt eben auf der anderen Seite aber auch mit den Marken viel holistischer zusammenarbeiten. Ja? Und sag mal, die Emissionen, die die Marken halt eben auch haben oder die Mode-Retailer haben, halt irgendwie mit uns eingreifen, unsere Plattform, also quasi in unsere Plattform reinholen, das verstehen, was sie auch machen wollen. Also im Wesentlichen wollen sie quasi ihre Markenstories den Konsumenten richtig erzählen und wollen halt eben auch den Absatz richtig auch kontrollieren. Und das ist für uns halt einfach die Antwort darauf, ist einfach eine, sagen wir, ein Ökosystem, eine Plattform auch eben zu entwickeln, wo wir quasi, sagen wir mal, die beiden Seiten auf eine gewisse Art und Weise zusammenbringen. Okay, aber das verändert euch so ein bisschen von der Rolle des reinen Verkäufers. So seid ihr ja quasi angefangen als klassischer Retailer. Ihr müsst euch die Reichweite aufbauen, die Marken bauen eure Story wo auch immer, im Magazin, TV und vielleicht auch selber in Online-Werbung. Und die Kunden finden das dann bei euch. Und heute shiftet ihr so ein bisschen in den Bereich, dass ihr selber quasi diese Plattform bietet. Also, ob es jetzt das Facebook für Marken ist, so wie man immer das auch verkäuferisch ausdrücken muss, ja völlig egal. Also, es wäre ein ganzheitlich. Also, es stützt so ein bisschen diese These, dass es diese Plattform-Ownership, diese Plattform-Ownership gibt. Das ist ganz spannend. Und ich glaube auch so ein bisschen daran, dass es der Aufwand in heute eine Marke fahren muss, um selber so eine Beziehung zu einem Kunden aufzubauen, wird halt zunehmend, also wird unverhältnismäßig hoch. Also weil sie zu wenig Kundenkontakte haben und auch diese technischen Fähigkeiten nicht haben. Und fairerweise muss man auch sagen, hat sich gar nicht so viel geändert seit eurer Gründung. Also bei den meisten Marken und Herstellern gibt es genau diese technischen Capabilities noch nicht. Also auch wenn viele ERP-Projekte stattgefunden ja, haben. Plus zusätzlich, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, für mich das viel, viel wichtige Element. Also auch die ganze Konsumententechnologie, die entwickelt sich so wahnsinnig schnell und die wird auch viel, viel komplexer. Also wenn das irgendwie vor ein paar Jahren vielleicht noch irgendwie genug, weil wenn man halt einen eigenen Shop hat, wo man einfach ein bisschen Selection drauf macht und ein paar gute Filter, ist es mittlerweile so, ich meine, mittlerweile, also der Großteil der Mobile-Welt, der Mobile-Zeit wird in Apps verbracht. Und wenn wir von Apps reden, dann reden wir nicht nur von einer iOS-App, wir reden von Android-App, wir reden irgendwie von Windows-App. Das sind viel, viel komplexere Technologien im Prinzip, die auch irgendwo erstmal abzudaten, die halt irgendwie zu entwickeln, abzudaten, die zu denken, das Cross-Device zu denken. Das ist einfach eine riesen technische Herausforderung, wo halt eben ganz, ganz viel tolles und Top-Talent halt eben auch gefordert wird, das man halt eben braucht. Und also unsere Sicht auf die Dinge ist, das wird, glaube ich, nicht für Mode, in der Modewelt ist es nicht sinnvoll, dass sie sich überall verteilen. Das wird, glaube ich, auch einfach gar nicht funktionieren, sondern da ist einfach ein Ruf einfach auch nach Aggregation halt so ein Stück weit da. Und ich frage mich halt irgendwie immer, macht es am Ende für einen Konsumenten wirklich Sinn, wenn ich sage, ich habe irgendwie auf meinem Mobile Phone, habe ich 1500 unterschiedliche Apps von 1500 unterschiedlichen Marken und Retailern, die alle sich gegenseitig unterschiedlich updaten, die unterschiedliche Sichtweise auf Sortiment und auf Preise, also alles in so kleinen Mikrokosmen haben. Macht das wirklich Sinn? Und jeder einzelne von diesen Firmen investiert ins eigene Marketing auch nochmal. Macht das für den Konsumenten Sinn? Macht es für die Firmen Sinn? Das heißt also, für uns ist eigentlich. Naja, die Hersteller wollen ja in irgendeiner Form die Kundenbeziehung ja auch haben. Ne? Die wollen sozusagen, die kennen ja auch was, sehen ja auch, was im Endkonsumentenbereich oder im Consumer Electronics Bereich mit den Kunden passiert ist. Also dann hat LG oder Samsung haben nicht mehr den Zugriff auf den Kunden. Der gehört Amazon oder Alibaba oder AliExpress. Insofern kann ich schon verstehen, wenn eine Marke wie Boss sagt oder Esprit, hey, ich muss irgendwas tun, dass ich zwar bei euch präsent bin und die Nachfragen nach den Produkten auch bei euch befriedige, also den Umsatz mitnehme,
Auf der anderen Seite muss ich mir überlegen, wie komme ich denn an die Kundendaten oder wie komme ich denn eigentlich an das Feedback von den Kunden und wie bleibe ich eigenständig? Also so ein bisschen wie mein Flagship-Store online. Das ist heute die App, ne? Das war früher so ein bisschen der Webshop. Insofern das Interesse der Hersteller kann ich total gut verstehen, weil sie die Gefahr einfach so ein bisschen wittern, dass sie in so eine Abhängigkeit reingezogen werden, in der sie nur noch Reichweiten-Enabler sind und dem Kunden werden aber dann Eigenmarken untergeschoben. So war das früher halt relativ oft. Kannst du diesem Argument so ein bisschen begegnen in der Diskussion? Also wenn kommt das überhaupt bei euch? Ja, also ich glaube, es ist trotzdem eine Fiktion halt irgendwie, was heißt eigentlich, mir gehört ein Kunde? Ja? Also ich meine, wenn ich jetzt eine Marke bin und sage, mir gehört ein Kunde, also ich meine, am Ende spielen wir eine Zalando-App auf einem Apple-Phone. Also uns gehört aber nicht das Apple-Phone. Letztendlich sind wir von der iOS-Interface abhängig. Uns gehört das Phone nicht, uns gehört irgendwie der Play Store nicht. Also ist am Ende ist auch eine Frage, sag mal, was heißt eigentlich für dich am Ende Kundenbeziehung? Also Kundenbeziehung für uns ist es halt einfach, aus einer Markensicht in dem Sinne, ich meine, ich möchte im Wesentlichen ihre Markenstory erzählen, ich möchte die richtigen Kundeninsights haben, ich möchte irgendwo wissen, wie sie ihre Marke erfolgreich, also ihr Markenimage erfolgreich halt irgendwie dem Kunden gegenüber transportieren kann und da halt immer auch die richtigen Insights wieder zurückbekommt. Und das ist das, dass wir halt eben auch versuchen, den Marken halt eben durch die unterschiedlichen Tools wie ZMS, durch Analytics-Systeme, indem wir quasi auch Marken anbieten. Was ist ZMS? ZMS ist unsere Zalando Media Solutions, also wie sie quasi advertisen können auf gewisse Modesegmente, die wir halt irgendwo auch, die wir natürlich über unser eigenes Interface halt eben sehen, weil wir irgendwie sehen natürlich, welche Kunden interessieren sich tendenziell für welche Marken, in welchem Modesegment sind sie unterwegs. Das ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, genau diesen Kunden halt eben ihre Brand-Story erzählen zu können, was sie halt irgendwo natürlich, wenn sie als Standalone-App oder als eine irgendwo im Webbereich haben sie diese Insights natürlich nicht. Ja? Okay. Das sind halt natürlich alles ein Stück weit einfach Elemente, die wir versuchen halt irgendwo den Marken zu geben, um Haken halt eben erfolgreich zu machen, weil wir natürlich wissen, nur wenn Marken halt irgendwie happy mit uns sind oder nur wenn, dann investieren sie halt eben auch in uns. Und das ist das, was wir machen und was wir aufbauen. Okay, dann habe ich mal eine ganz spannende spieltheorische Frage. Und zwar der Arndt von Wedemeyer, der Gründer von Notebooks Billiger, der hat mal vor 2 Jahren auf einer K5-Konferenz gesagt, als es darum ging, wie verändert sich der Wettbewerb online, wie würde er heute an die Gründung rangehen. Die hatten damals, ich glaube, um die 500 Millionen Euro Online-Umsatz. Er meinte, heute, 2014, kann man gar kein Consumer Electronics Geschäft mehr aufbauen. Man bräuchte für jeden Euro Zielumsatz braucht man schon 1 Euro Investment. Das lohnt sich quasi gar nicht mehr. Also es ist also viel schwieriger, diese kritische Masse zu erreichen, so ein 100, 200, 300 Millionen Euro Laden. Siehst du es im Modebereich auch? Also glaubst du das auch schon so durch euch oder durch About You oder durch jetzt Otto, die auch eine ganze Menge investiert haben? Ist da schon so eine Login-Situation geschaffen, die es sozusagen für weitere Mode-Online-Konzepte extrem schwer macht, auch für Amazon übrigens, die sich ja sehr schwer tun, diesen Modemarkt in irgendeiner Form zu erobern? Oder ist es genug, sind wir immer noch bei Tag 1, so wie es Jeff Bezos sagt? Also könnte es quasi ein weiteres Zalando, also ein ähnlich enthusiastisches Team wie 2008, könnte es heute auch nochmal schaffen, so einen Markt für sich zu etablieren? Das muss jetzt nicht zwingend euer Geschäftsmodell sein, aber grundsätzlich so eine Reichweite zu erlangen. Also, das, was ich eingangs gesagt habe, die Art und Weise, wie wir damals halt irgendwie angefangen haben, das Geschäftsmodell aufzubauen, das ist ja im Prinzip es basiert auf einer gewissen Situation, die wir 2007, also 2008 vorgefunden haben, wo wir quasi, diese beiden Sachen, also die Situation, die wir auf der Markenseite vorgefunden haben oder im Retail-Bereich vorgefunden haben, auf der Konsumentenseite vorgefunden haben, zusammengebracht haben und halt irgendwo ein Stück weit Innovation da halt eben reingepackt haben, wie wir diese Sachen halt eben zusammenbringen. Ne? Also Innovation im Sinne, wie wir über Kundenakquisition nachdenken, wie wir über Funnels nachdenken, wie wir über Investmentlogik nachdenken, wie wir über Kohorten nachdenken. Also viele Innovationen in diesem Bereich oder auch Innovationen, die Art und Weise, wie wir Daten nutzen, um Retail irgendwie effizienter darzustellen. Und all diese ganzen Innovationen, die haben uns natürlich in die Lage versetzt, dass wir ein Stück weit immer einen guten Return on Investment auf unsere Kundenakquisition hatten, sodass wir halt eben auch so schnell halt eben auch skalieren können. Diese gleiche Situation ist sicherlich nicht mehr die es heute vorgefunden hat.
Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, also dass es wahrscheinlich ähnliche Situationen auch in ähnlichen Märkten gibt, ja, wo es vielleicht nicht mehr irgendwie wo es vielleicht nicht irgendwie, wo es jetzt nicht über Suchmaschinenmarketing versus halt irgendwie der anderen Teil geht. Aber ich glaube, letzten Endes ist die Konsumententechnologie, die entwickelt sich einfach so schnell, so rasant. Ich glaube, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Es ist sicherlich nicht der Weg, den wir heute gegangen sind, den wir gegangen sind, der ist sicherlich nicht mehr derjenige, der heute nochmal funktionieren würde. Aber ich glaube, man muss da schon einfach ein bisschen holistisch einfach mal drüber nachdenken, was wollen Konsumenten eigentlich? Also was für neue Möglichkeiten gibt es eigentlich durch Apps? Was für neue Möglichkeiten gibt es vielleicht auch durch, weiß nicht, durch Virtual Reality? Was für neue Möglichkeiten gibt es durch eine viel, viel connectedere Welt? Durch Messenger Services, die halt irgendwo, ja, also in Asien vielleicht auch schon irgendwie die primäre Art und Weise, das Internet zu nutzen. Da gibt es einfach immer wieder neue Möglichkeiten. Ich glaube nur, was aus meiner Sicht nur wichtig ist, dass man einfach nicht mehr so sehr, sehr klassisch halt irgendwo darüber nachdenkt. Also klar, Webbrowser-Bereich und hier Kundenakquisition und Suchmaschinenmarketing und dann hier Funnel optimieren und dann natürlich ist das ist aber auch eine, Das sind das ist noch ein Hygienefaktoren sehr, das ist geworden. einfach eine sehr, sehr alte Welt einfach. Ja? Also, und ich glaube, also wenn man so über so eine alte Welt nachdenkt, dann kann man auch so eine alte Antwort noch geben. Aber das heißt für mich aber nicht, dass die Opportunitäten nicht da liegen. Ich glaube, im einen oder anderen Sortimentsbereich gibt es diese alte Welt noch, aber sozusagen die Möglichkeiten, das in irgendeiner Form auszunutzen, umzusetzen, ist halt deutlich kürzer geworden. Aber ja, glaube ich auch. Ich grübel auch die ganze Zeit schon darüber nach. Es gibt ja auch immer viele Marken, die nachfragen, wie kann man da, was kann man da in Zukunft noch machen. Aber ich glaube, es läuft schon. Sozusagen, große Plattformen werden eh noch größer. Und ich glaube, ihr gehört mittlerweile halt zu diesen großen Plattformen. Dann vielleicht letzte Frage, um da auch sozusagen nochmal einen Haken zu schlagen zur Tech-Welt. Gibt es irgendwelche sozusagen über diesen Mobile-Fokus, sozusagen App-Fokus-Welt hinaus, irgendwelche technischen Entwicklungen, die 2016 nochmal extrem spannend werden, wo ihr sagt, das probieren wir mal aus, mal schauen, ob die Hersteller das irgendwie annehmen oder ob die Kunden das annehmen oder spielt ihr irgendwie mit den Gedanken, in dieser Oculus Rift-Welt irgendwie teilzunehmen? Gibt es da irgendwas, was man nochmal nachweisen kann, ob das Kunden nutzen oder nicht nutzen wollen? Also ich glaube, also wir haben, ich meine, wir arbeiten unter Radical Agility, also das heißt, also wir arbeiten halt irgendwie unter einer sehr starken Agilität halt irgendwie von den Teams. Das heißt, wir testen die ganze Zeit, ob das mit 3D-Druckern und was mit virtueller Realität, wir testen da ganz, ganz viel auf vielen, vielen kleinen Niveaus aus. Wir haben auch irgendwie also ein Hack Week auch, wo wirklich uns halt eben die Zeit nehmen, uns nur mit solchen Themen auch zu beschäftigen. Also nichtsdestotrotz glauben wir halt irgendwie, dass viele von diesen Sachen, wo es darum geht, ist einfach noch sehr, sehr früh. Ja? Also für uns ist schon noch der Fokus einfach die große Frage, also welche Rolle kann Zalando halt eben noch mehr im Bereich der Konsumenten spielen, im mobilen Bereich. Also da ist sicherlich noch nicht die letzte Antwort gefunden. Also aus meiner Sicht gibt es immer noch, ist das, sind wir immer noch, glaube ich, also haben wir immer noch, können wir unsere mobile Reichweite noch viel, viel weiter ausbauen, als wir es heute haben. So und bis jetzt mal irgendwie diese ganzen Themen wie Oculus Rift und bis sie wirklich mal wirklich im Konsumentenleben mal so richtig ankommen, ich glaube, da ist noch eine ganze Reihe von Sachen, die da gemacht werden. Sind nah dran schon, aber da ist, glaube ich, eine ganze Reihe Sachen, die da noch irgendwo geschehen müssen, bis es wirklich mal so ja, ist mal richtig konsumentenrelevant wird, dass man da wirklich auch das auch hochskalierende Modelle setzen kann. Ja? Also, deswegen ist für uns schon irgendwie sehr hoher Fokus auf Mobile, sehr hoher Fokus auf die Plattformarchitektur, sehr hoher Fokus auch darauf, also die Welt connected auszugestalten, also Offline-Stock-Integration, all diese ganzen Themen. Das ist für uns eigentlich, glaube ich, so dass die klaren Sachen, die man 2016 mehr von uns sieht. Sehr cool. Ja, also Oculus Rift würde ich wahrscheinlich widersprechen, aber das ist ja sozusagen das ist eine Ansichtssache. Auf jeden Fall sehr spannend. Da sozusagen, vielleicht schaffen wir das auch nochmal Ende 2016 zu wiederholen, nochmal nachzuhaken, ob das so gestimmt hat. Ich glaube, das ist nämlich nicht mit Oculus Rift. Also du Aber glaubst, dass das ja, viel krasser. Viel krasser. Aber jetzt auch kurzfristig schon. Also ja, nach dem allem, was wir sehen und wissen. Ja, auf jeden Fall. Aber da sollten wir nachhaken, wenn die auf dem Markt ist im April. Vielen Dank hoffentlich, erstmal ja. für deine Ja. Zeit. Sehr schön.